that empty your mind. Be formless, shapeless, like water. Now you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle, it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Be water, my friend. That will change mental health care. Ja, ich hab's ja am eigenen, ich war ja, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, ich war bei deinem Workshop in Berlin mit dabei. Ah, also. Genau. Ja, gut. Das, ich begegne so viele Leute. Ja. Tiefes Gehirn. Das glaube ich. Naja, also das war wirklich. Gut, dass du dabei bist. Aber das erste Mal habe ich dich sogar gesehen, damals bei der Biohacking-Konferenz in Los Angeles bei Dave Asprey. Ah, ja. Ah, damals, ja, 10 Minuten. Das war ein spontaner. Ich war da mit Rick Rubin. Und ja, und aber, alles geht weiter. Alles geht weiter. Aber Wim, bevor wir, weil ja. ich finde das so besonders, dass ja, du. Wir sind mehr than all die Biohackers, weil wir machen alles, alles durch die Universität. Keine Spekulation, das ist es, so funktioniert es und so wollen wir im Gesundheitssystem kommen und nicht nur alternativ sein. Und wir haben nun mehr und mehr Akzeptation von dem regulären Gesundheitssorge. In Amerika zum Beispiel sind wir akkreditiert worden und ja, damit die Methode überall im in dem Gesundheitssystem als Add-on-Therapy implementiert wird. Also, ja, gut. Wim, das ist fantastisch. Ich bin ja auch super beeindruckt, weil wir haben ja eine sehr große deutschsprachige Community. Und ich glaube, es war vielen Leuten gar nicht bewusst, dass du ja so fantastisch Deutsch sprichst. Wie hast du das gelernt? Ja, da, wie lernt man etwas? Nicht nur mit dem Wille, aber mit dem tiefes Gefühl von, und das tiefe Gefühl, das leitet den Instinkt und Intuition. Und damit gang ich auf dem Suche, den Seelensuche. Und Seelensuche, okay, da fand ich allerhand Disziplinen wie esoterische Disziplinen wie Buddhismus, Hinduismus oder allerhand Sprachen und Traditionen und Kung Fu und Yoga und Dervish-Tanz, Buddhismus und so weiter. Aber wie ich 18 war, 17, 18, Da bin ich zum ersten Mal mit das kalte Wasser in Kontakt gekommen. Genau. Mhm. Die hat mich direkt, boom, das ist, was ich immer instinktiv suchte. Und wenn etwas so Tiefes passiert, dann weißt du vom Inneren selbst, das ist es. Das ist kein Wort, das ist ein Gefühl. Und von da aus bin ich jeden Tag im Winter mehr und mehr intensiv die Kälte hineingegangen. Und damit ist das Prozess von bewusst tiefer atmen, weil was machst du, wenn du in die Kälte gehst? Dann genau. Das lernt man zu beherrschen. Und wenn man das lernt zu beherrschen, tief atmen, dann wird die Physiologie ganz anders gefüttert mit Sauerstoff und es wird alkalisch. Und wenn es alkalisch wird, ist es viel mehr fähiger, um Stress überhaupt, in diesem Fall die Eiskälte, um dem Kälte zu widerstehen. Das ist Chemie. Aber wir in Zivilisation,
wir haben eine profane Atemhaltung. Mhm. Weil wir haben Kleider, alles konditioniert. Das ist nicht da. Und wenn das jeden Tag 24 Stunden so geht, dann ist niemals der Tiefen, in der Tiefen unserer Physiologie wird nichts gefüttert. Zu wenig Sauerstoff, zu wenig keine alkalische Umgebung, das wird sauer. Mhm. Und das ist ein Fundament, den sauer, chronisch gesehen, profane Atemhaltung, ist ein Fundament für später alle Krankheiten. Autoimmunkrankheiten, Depression, weil Depression ist ja alles da, die Ursache ist Inflammation, also Entzündung. Mhm. Und Entzündungsproteine. Und die Entzündungsproteine, die sind die ganze Zeit sind die im lymphatischen System. Mhm. Und normal gesprochen, mit tiefer Atemhaltung sind wir fähig, um das wieder rein zu machen, wieder alkalisch zu machen. Aber wir atmen nicht tief genug, also machen wir die Sache nicht sauber im lymphatischen System. Und dann in Zeit, nach Jahren und Jahren, kommt es aus dem lymphatischen System. Hey, du hast da ist nichts verarbeitet. Die kommt dann zurück in Physiologie und das dann dereguliert das den Immunsystem und dann wird man schwach und dann, ja, dann kommen die Krankheiten. Wim, wann war der Zeitpunkt, wo du für dich gemerkt hast, wow, ich kann damit wahnsinnig vielen Leuten helfen? So, wann hattest du diese Erfahrung? Ja. Sicher, Max. Go to the max. Ja. Das mache ich auch. Ich gehe immer zu dem Maximus. Weil wenn etwas nicht gut ist in deiner Umgebung und so weiter, dann wenn du gut geatmet, wenn du gut bist in deiner Person, dann gehst du in die Suche. Gehst du auf die Suche. Also, ich sprach immer über die Sache, die ich machte, da ins Wasser. Jeden Tag im Winter in das Wasser hinein und meine Atemhaltungsübungen die bekamen sehr bewusst, sehr in die Tiefe und ich sah allerhand Dinge in meinem Körper. Ich könnte so viel mehr und dann spricht man darauf über. Und wenn man darüber spricht, dann kriegt man ein Logik, dann kriegt man ein Verständnis. Und das Verständnis hat sich entwickelt in einer Überzeugung. Und die Überzeugung, dass wir viel mehr können, dann wir denken. Weil ich bin auch komparativ. Ich sehe, hey, aber du bist krank und du hast Kälte, du hast die Grippe, du hast Autoimmun. Ich bin niemals krank. Und ich gehe ins eiskalte Wasser. Jeden Tag und ich fühle mich nicht nur großartig, ich weiß, dass was ich zuerst sah, es ist nicht gut, was losgeht in der Welt, aber die Erlösung dafür weiß ich nicht, aber ich bin auf die Suche und da bin ich das immer am Ende im kaltes Wasser und dann auf eine reguläre Basis gegangen und so weiter. Und dann kriegt man ein Verständnis darauf, das ist, was los ist. Wir haben uns verfremdet von unserer eigenen innerlichen Natur und damit sind wir schwach geworden. Und damit ist das angefangen. Und dann, ich rede darüber mit Leuten und die Leute, die sagen so, ja, ich gehe niemals in die Kalte. Das mache ich nicht. Nein, das ist abnormal. Das ist verrückt. Das ist der verrückte Holländer ist da wieder. Und, ich bin ja gerade auch verrückt, aber verrückt nach dem Leben. Ich glaube, gab es für dich,
Wim, eine Zwischenfrage. Gab es für dich so ein Erlebnis, wo du für dich selbst gedacht hast, wow, dass ich das geschafft habe, das habe ich auch nicht geglaubt. Gab es für dich das schon mal? Ja, aber ich bin so lange angesehen, low battery. Die haben mich so lange gesehen als ein Eismann, so, ein Fremder in Distanz. Da bin ich immer weitergegangen, 26 Weltrekorde mit dem Guinness und viele Dokumentare. Und dann denkt man nicht direkt daran, um das für die Leute zuzuwenden. Dass die Leute etwas Gutes daraus holen können, an Therapie und so weiter, da denkt man nicht dran. Also, wenn ich da im ersten Universitätsuntersuchung gesehen habe, aber wenn, also die Blutwerte, die zeigen, dass die eigentlich die Entzündungswerte ganz hinunterbringen, das heißt, wenn andere Leute das hier machen, wird es total anders zu der Krankheit im Allgemeinen gesehen. Und da haben wir einen Schlüssel von Natur. Damit, da im Universität ist angefangen, das Bewusstsein, da würde ich bewusst vom Fakt, dass ich Leute massiv, also bei Tausenden, bei Millionen helfen kann. Hiermit. Und damit bin ich da auch durchgegangen, weitergegangen, kontinuiert und nun zeigen alle wissenschaftlichen Untersuchungen, dass wir recht haben, dass wir eine Veränderung für die, das, was wir Krankheit nennen, dass das anders wird. Also ich kann dir schon jetzt sagen, du bist eine Wahnsinnsinspiration. Also das ist Wahnsinn, was du für eine Wirkung hast auf Leute. Ich habe dich ja auch in Person erlebt und dass du zum Beispiel auch jeden umarmst und Energie ausstrahlst. Und ich weiß noch, nach unserem Workshop in Berlin war einfach, da ist jeder mit einem Lächeln nach Hause gegangen. Das ist großartig. Und das, nachdem die im Eis sind gewesen. Und das ist es auch. Man wird wieder lachen, wenn alles wieder stimuliert ist im Tiefe. Dann kommt das Lächeln ist Entspannung. Ist keine Spannung, ist Entspannung. Und dann lacht man nach dem Leben, nach dem Energie. Und das wollte ich bringen nach jeder in der Welt. Und wir sind dazu fähig. Es passiert, Max. Es passiert auf diesem Moment. Zwei Tage her habe ich eine Verabredung hier gehabt mit Leuten vom Universität von Radboud. Und die haben schon sehr gute Untersuchungen gemacht, im besten Magazin publiziert. Und wir machen nun weiter mit Autoimmunkrankheiten. Und die sehen nun selber, die waren zuerst reserviert, aber nun sehen die selber, dass das hier wird Historie machen. Das wird Historie in die Bücher ganz kommen und wir sind schon an die Arbeit für the Legacy. Die Josephine hat auch gemeint, ich lebe noch, ich mache noch viel weiter. Wir sind überzeugt, auch mit dem großen Mauer in der Welt, pharmazeutische Industrie und das Essen, die Chemie im Food. Wie heißt das? Food? Ja, das Essen oder Nahrungsmittel. Lebensmittelindustrie. Die machen Lebensmittel, die machen das. Die Chemie, die wir nötig haben durch das Essen, durch Lebensmittel,
da haben die dazu andere Chemie hineingestellt und das ist nicht gut für uns. Und wir haben keine Kontrolle über unsere Physiologie und damit dereguliert alle Physiologie in uns. Und da haben wir in Krankenhaus und Pharmazie und so weiter. Auch trotzdem, dass die Mauer da ist, die Industrie und die Leute, die nur ein Interesse haben, in Verdienen von Geld und Klienten anzuhalten, zu haben. Klienten sind Leute, die krank sind. Mhm. Leute, die nicht krank sind, das sind keine Klienten mehr. Genau. Customers, wie heißt das? Keine Patienten eigentlich. Kunden. Oder Kunden. Kunden. Es sind Kunden geworden. Patienten. Richtige Patienten werden geheilt. Aber das ist nicht in dem Interesse von Industrie. Die wollen so viel wie möglich Pillen und Medizin verkaufen. Und das ist am Ende ist das auch logisch. Weil das ist ein Verdienmotor. Aber ich denke, es ist krank, sick, krank. Ich sage, it's sick. I think it's sick. Und ich will das nicht nur ändern. Ich gehe weiter, bis Leute jeden Tag lachen können. Wilm, ich hab noch. Ist kein Problem mehr da. Du stellst dir wirklich diverse Ärzte und Firmen vor Rätsel. Die Josephine meinte zum Beispiel auch, dass erst kürzlich hast du gezeigt, dass du nicht nur deine Körpertemperatur verändern kannst, sondern auch deine Oberflächentemperatur. Ja, mit dem Gehirn nur mit dem Gehirn. Das ist echt, das ist sehr, sehr erstaunlich. Das sind 3 Wochen. Und damit haben sie gesehen im Gehirn, dass da Gebiete funktionieren, aktiviert werden, wovon die dachten, das kann ich. Und nun habe ich gezeigt, das kann schon. Und nicht ein kleines bisschen, so viel, dass den Stress von Eiskälte auf dem Körper und du kannst nicht atmen, nicht richtig atmen, keine Muskelkontraktion oder so etwas, geht nicht im Brain Scan. Du kannst nur denken. Und mit dem Gedanken, den Stress vom eiskaltes Wasser auf dem Haut, nur mit dem Gedanken, Hauttemperatur nicht hinuntergehen lassen. Und das kontrollieren. Und da haben die gesehen, das haben wir noch niemals gesehen, wir haben viel komparatives Beweis, dass das normal gesprochen nicht geht. Und sie zeigen das. Lass uns mal sehen, was im Gehirn, wie das aussieht. Und da haben die gesehen, dass wo normal Stress, sehr Stressgebiet im Gehirn, prefrontal cortex, sehr aktiviert war, war in meiner Sache alles blau, also keine Aktivität. Und wo normal die das schöne Gefühl, tiefe Ruhe, das Gebiet, die Insula, das Gebiet, und da war das Gebiet sehr, weil Stress auch von Eiskälte hineinkam, war dem Gebiet von sehr gut gefühlt, war sehr aktiviert in Insula. Also, die ganze Sache hinum. Und damit, wenn man depressiv ist oder bipolär und so weiter, dann ist die prefrontale Cortex, die ist sehr aktiv. Und in Insula, das gute Gefühl, ist sehr niedrig. Wenn ich, und ich bin davon überzeugt, dass ich das kann, Leute mit bipolärer, zum Beispiel bipolär oder Depression oder Angst oder Unruhe im Kopf und so weiter, wenn ich die Leute 4 Tage trainiere, dann bin ich dafür sehr von überzeugt, weil ich habe ich schon sehr häufig gemacht mit Leuten, aber nun werde ich das Beweis liefern
in der neue Studie, bipolären Studie, dass innerhalb 4 Tagen, auch wenn die 20 Jahre an die Pille und Medizin gewesen sind und keine Erlösung davon haben, nicht geheilt sind und so weiter, weil sie wissen das nicht, wie das, sie wissen nicht da im Kopf, die Kontrolle zu kriegen. Das wissen die nicht, auch nicht mit Pillen, auch nicht mit Medizin. Nur Unterdrückung. Und was ich dann werde zeigen, innerhalb 4 Tagen, ist, dass die Leute plötzlich den Stress im Kopf abkönnen schalten und das gute Gefühl, weil sie in Depression sind. Ne? Mhm. Weil sie in bipolärer Kondition sind. Also die Unruhe und den Stress und dann das gute Gefühl und die Abschalten von präfrontalem Kortex, Stressgebiet vom Gehirn abschalten können und das andere Gebiet, das gute Gefühl, aktivieren können. Also damit haben die Professoren da gesagt, wie die das gesehen haben, die Resultate von mir, wenn wir das hier mit Leuten können machen, dann wird den geistigen Gesundheitssorge, die wird ganz verändert. Und wir machen das. Ich warte nur auf die ethische Kommission zusammen mit dem Michigan University. Und auch hier Hannover ist auch schon in Hannover, ist Matthias Wittfort und Dina Wittfort, die machen auch eine Studie auf dem emotionale Reaktivation. Also Reaktivierung von das emotionale Gebiet im Gehirn. Das könnte nicht und nun sehen die, wir können das schon, aber wir müssen das auch zeigen, wissenschaftlich, weil ich wollte keine Spekulation, wir müssen die Mauer, die pharmazeutische Industrie, die Lebensmittelindustrie und so weiter, alles was die gemacht haben auf der Physiologie des Menschen, die sind verbunden sehr mit der Wissenschaft. Die finanzieren das und da ist viel Korruption da. Also die Wissenschaft ist der Weg, um keine Spekulation zu erreichen, um die nicht mehr das manipulieren können. Und ich sage dies, dieses Jahr werden wir die einige sehr große Durchbrüche machen. Da habe ich keine Zweifel. Schachspiel. Ich verfolge ja das immer so ein bisschen durch die Josephine und das führt mich gleich eigentlich zu einem weiteren Punkt, weil ich habe den Eindruck, für dich ist auch das Thema Rhythmik sehr wichtig und Routine. Und du spielst ja auch Musik, du hattest ja angefangen mit Musik. Das Atmen ist sehr rhythmisch. Ja, hast du meine Malerei gesehen? Ja. Das hast du gemacht? Ja, die mache ich ja innerhalb einen Tag. Wow. Also für alle Zuhörer, wir schauen uns gerade die Kunstwerke von Wim an. Und zwar, ich nehme ja das alles auch auf Video auf. Das heißt, schaut euch unbedingt auch das Video an. Denn das ist sehr, sehr beeindruckende Kunst. Ah, du hast ein Faible für das afrikanische Thema, oder? Ja, ja, aber auch andere, aber die sind nicht hier. Die sind irgendwo anders. Hier zum Beispiel, denke ich. Ja, hier. Felser, ich. Hier bin ich. Ah. Und ich besteige die Fels ohne Seile und so weiter. Freestyle. Wahnsinn. Ja, man merkt, du hast eine richtige künstlerische Ader. Malerei habe ich oben und so. Aber Zeit habe ich zu wenig. Nun habe ich vielleicht ich kriege einen Kontrakt mit New York, mit einer Galerie aus New York. Und die haben mich gefragt, ob ich Interesse habe.
um die Malereien zu publizieren, zu präsentieren und so. Und da habe ich gesagt, natürlich mache ich das. Vielleicht mache ich Career Change. Was gibt dir die Kunst, also wenn du Musik machst oder malst, was ist so dein innerer Antrieb dafür oder deine Passion? Ja, Musik, Kreativität, die Seele. Die Seele kennt nicht nur Worte, die kennt auch Melodien, die kennt auch Farben, die kennt Expression. Und da denke ich nicht mehr, da tue ich, da fühle ich. Und das Gefühl ist ebenso stark wie Sex. Wie Liebe. Wenn ich male und ich sitze drin, dann ist meine Emotion so stark, da sehe ich nichts mehr. Das heißt, du bist im Flow. Ich habe das mal verglichen. Mit Liebe und Sex. Und da fühlte ich, aber das ist, wow, wie stark ist das? Die Relation mit dem, nicht nur das Gemälde, mit dem Expressivität, mit der Expression, es kommt direkt aus dem Seele. Also das ist auch das war meine Suche. Die Anfang meiner Suche war eine Seelensuche. Warum sind Leute so gegeneinander? Warum wir leben, um Geld zu machen und das System? Und wo ist das Gefühl? Wo ist das starke Gefühl? Nur wenn man jemand anders begegnet und die Liebe, dann am Anfang ist das so stark. Eigentlich zeigt der Natur da, so stark kann es immer sein. Aber wo seid ihr? Und das, was durch Jahrhunderte entwickelt ist, ist wie eine Unterdrückung von unserer Seele, unseres Gefühl. Und nun denke ich, okay, die werden mich nicht anhören, die werden sagen, ich bin verrückt und so weiter. Ach, das ist deine Philosophie und so weiter. Ja, und dann habe ich gesehen, all die Krankheiten, die aus der Spannung kommen, Stress, oxidativen Stress, ich mache die Studie mit DNA-Untersucher nun in San Francisco, die sagen das auch, oxidativer Stress auf dem DNA, das ist für die Lebenslänge und die Lebensqualität, Telomere, die Studie wird nun auch gemacht in San Francisco. Mhm. Den Stress, die Spannung. Warum tun Leute, die wissen nicht mal, dass sie das gegeneinander tun? Und die Haltung und das. Und dann bin ich angefangen zu analysieren. Okay, was ist hier? Also, es ist nicht ein System, das wirklich garantiert Glück, Gesundheit und starke Kraft, das wird nicht garantiert in das System. Ja. Aber das System, das ist so, dass wir nach der Schule gehen, geformt werden, kognitives Resultaten müssen holen und so weiter. Aber die gucken nicht nach Glück, Gesundheit und Kraft. Und ich denke, dass die Kernwerte, dass die viel mehr Importanz haben dann Geld oder was machst du? Gestern hatte ich hier Besuch von einem Mann, der mit einem Rolls Royce teurer wie ein halbes Million, 600.000 und da kommt er und er ist nicht glücklich. Er macht viele Millionen. Und ich bin hier und spreche mit ihm und sage, aber das ist auch nicht, wie die Natur ineinander sitzt. Du siehst es, ist ganz deutlich, du hast viel Geld, du machst viel Geld, aber dein Glück, dein gutes Gefühl, du hast Angst und er hat es mir gezeigt und so weiter. Aber eine Stunde später, er war aufgeräumt. Es war
Ich habe Fotos mit dem Rolls Royce. Ah, sehr gut. Da musst du eins rüber schicken. Ja, was ich meine, 6 Autos oder 7 Häuser oder Macht und so weiter, es wird uns nicht die Seele geben, die Seele, Faszination fürs Leben, die Kraft, die Imagination, das wie ein Kind, das schöne Sein. Ist nicht da. Was glaubst du, Wim, was ist, glaubst du, die Ursache dafür? Weil es gibt ja auch in meiner jetzt Generation sehr viele junge Leute, die reizüberflutet sind, gestresst, die auf Facebook und Social Media und die, denen fehlt Klarheit, glaube ich. Ja, darum Max, gehe ich entlang und arbeite mit Wissenschaft. Weil ich kann das schon sagen, Seele suche und so weiter, aber wenn man, man depressiv ist oder bipolär oder hat eine Krankheit und hat Schmerzen chronisch, dann kann man da sehr schwierig über reden. Zuerst arbeite ich auf der Inflammation, das ist die Ursache jeder Krankheit, und wir haben gezeigt, innerhalb 15 Minuten das hinunterzubringen zu können mit spezifischen Atemübungen. Mhm. Und dann, das ist die Inflammation, dann chronische Schmerzen. Haben wir gerade einen ganzen Studien mit der Radboud-Universität haben wir beendet, wird publiziert, wohin man gezeigt hat mit einer großen Gruppe, dass die Schmerz viel besser kontrolliert kann. Mhm. Denn zum Beispiel letzte Woche habe ich eine Notiz gekriegt von einer meiner Instruktoren, und da war eine Frau, die ist gekommen in ihre Workshop, und die sagte mir, und das war ihre letzte Buchung. Buchung? Meinst du ein Booking? Ja. Es war ihr. Sie wollte euthanasieren, also tot. Ja. Kontrolliert tot gehen, euthanasieren, weil sie hatte unträgliches Schmerzen. Die ganze Zeit. Und sie hat nur einen Workshop gemacht. Das war ihr letztes Mittel, Rettungsmittel. Wenn nicht, dann werde ich euthanasieren. Sie ist da hingegangen. Sie hatte auf der Schale von 1 bis 10, hatte sie 10 Schmerzen, ganze Zeit. Und nur mit dem Workshop ist es nach 3-4 gegangen. Da ist sie im Trainer sind da gekommen und sie hat wieder Kontrolle in ihres Leben. Und für die Leute, das macht mir, die Methode funktioniert wirklich. Und nicht nur, das ist nur ein Vorbild, aber es sind Hunderte, wir haben 40.000 Testimonials. Ja. Ja, Zeugnis. Ich kenne auch viele davon, ja. Ja, also das geht weiter und weiter. Aber wie viel hat man nötig, um den Gedanken, den Paradigma in den Leuten, was sie denken, zu ändern? Dazu müssen wir und du auch, du bist nun ein Fenster für viele Leute. Und damit machst du eine Arbeit, die existierende Gesundheitsgesellschaft korrumpiert, ja oder nein und so weiter, aber inkapazitiert, so wie es ist, die machen das nicht. Wir müssen es machen und zeigen, dass wir viel mehr können, als wir dachten, dass wir das schon gezeigt haben durch wissenschaftliche Untersuchungen, aber dass die Leute da nun innerhalb einer halben Stunde eine große Änderung in ihrem eigenen Leben
schaffen können durch Techniken, die eine Physiologie wieder erwachen. Und das ist großartig. Wim, ich bin jetzt sicher, wenn jetzt viele Zuhörer, die werden wahrscheinlich sagen, wow, das ist also Wahnsinn, wenn du auch das erzählst von der Frau, die diese Nahtoderfahrung, die Euthanasie schon in Erwägung gezogen hat. Ja. Aber wenn jetzt jemand zuhört und sagt, okay, ich weiß, es geht um Atmen, aber ich weiß noch nicht genau, worum es geht. Kannst du auf Deutsch nochmal erklären, was ist die Wim Hof Methode? Wie funktioniert das? Die Wim Hof Methode ist zum ersten und sehr wichtigen Punkt, um zu sagen, sehr einfach. Also, jeder ist fähig, es zu machen. Lebzeit ist nicht wichtig. Ich bin mit einem Mann von 76, den Kilimanjaro in kurzer Hose im Rekordzeit hinaufgegangen, weil die machte etwas mit seiner Physiologie durch die Atmungsübungen und die Kälte hineinzugehen, aber graduell, bisschen bei bisschen, graduell muss das. Die Methode ist so einfach und den Reiseführer da drin, den Führer da drin ist dein eigenes Gefühl. Wenn man die einfach Atmungsübungen, die wir gratis, ohne zu bezahlen, auf unserer Website, wenn du die folgst, dann verstehst du, weil es ist Gefühl. Durch Gefühl wirst du verstehen. Und dein Gefühl wird dich weiterleiten in den Tiefen deiner Physiologie, dein Körper, dein Gehirn. Es ist da und es ist so einfach. Atmungsübungen, kalte Dusche und dein Glauben. Dein Glauben ist dein Mind Power, dein Gehirnkraft. Das ist deiner. Nicht manipuliert, es geht nicht, ich muss zum Doktor, ich muss dahin, ich muss das machen. Ich habe keine Kontrolle über mein Gefühl. Du hast es alles. Du bist dein eigener innerlicher Doktor. So ist die Natur, hat uns entwickelt, Meister zu sein über Probleme in unserem eigenen Körper. Es ist pure, natürliche Logik. Also, die Atmung zu bringen, mach die Liegestützen und flabbergast yourself. Yeah? Seh, wow, ohne Glauben, mehr Liegestütze, wie mitatmen, was ist los? Das ist Chemie und du bist der Meister deinen eigenen Chemie. Wim, welche bist der Alchemist. Welche Rolle spielt für dich Regelmäßigkeit oder Rhythmik dabei? Also wie sollte das jemand wirklich jeden Tag machen? Oder reicht es zum Beispiel auch, also wann hat man so die meisten Effekte? Nach welchem Zeitrahmen? Wenn man es mehr intensiv macht, weil man hat eine Krankheit, Grippe, oder man hat Chemotherapie gehabt, und so weiter, man ist schwach, dann ist es, ich weiß nicht, ob das richtig ist, gelegentlich, das mehr intensiv zu machen. Aber du fühlst, wie viel du nötig hast. Was es in Methode umgibt, das sind Techniken, um in die Tiefe zu kommen. Also, wenn die Tiefe erreicht ist, braucht man die Techniken nicht mehr zu machen. Wenn die Tiefe wieder fremdet und die Chemie wieder verändert, dann muss man sich selber wieder in der Tiefe mit den Techniken wieder reinmachen, sauber machen, wieder gut machen, kontrollieren. Mhm. Weil die natürliche Start von unserem Körper und Gehirn ist Konnexion, Verbindung. Und wenn du dich selber nicht gut fühlst,
dann ja, ist die Verbindung ist auch nicht gut. Es ist, weil der Verbindung nicht gut ist, dass du dich nicht gut fühlst. Es ist Logik. Also die Logik vom Gefühl, wenn du dich richtig gut fühlst, stark und so weiter und froh und viel Energie, hey, das ist Verbindung. Und wenn die Verbindung wieder weg ist, ist da weniger Energie, weniger Freude, weniger Gesundheit. Dann ist es wieder Sache, die Technik zu hantieren die Atmungsübungen intensiv zu machen, bis du dich wieder gut fühlst, froh bist, viel Energie hast. So einfach wie es ist, so funktioniert es. Und das ist ja Wahnsinn. So ist ja. Es gibt eine Frage, die mir gerade einfällt in meiner Community, die mir gefragt wurde. Ich habe ein paar Leuten erzählt, dass ich dich interviewen darf. Die war: Leute, die das länger machen, beobachten, dass die Retention Times runtergehen. Ja, ja. Kannst du das erklären? Es wird weniger, aber da ist auch weniger nötig. Ah, okay. Und dann auf diesem Moment wird das, ist den Körper, weil es ist sehr physisch und wenn man die Retention, das Stoppen von Atem weniger Zeit darin entwickelt, dann ist es Zeit, um dem Gehirn, um deine Wille zu trainieren. Zum Beispiel, meine Retentionszeiten sind hinuntergegangen. Meine auch. Aber ich habe sie auch nicht nötig. Das ist eins. Zwei ist, wenn ich es nötig habe, kann ich alles. Weil dann brauche ich, dann existiere ich meine Wille und dann plötzlich ist alles da. Es ist auch nicht, um die Retentionszeiten zu haben, überhaupt. Das ist nur ein Technik, ein Ergebnis von deiner Physiologie. Man muss sehen, was wolltest du? Die Techniken, die leiten, die gehen nach die Tiefe und man kriegt mehr Energie, man ist präventiv zu Krankheit und man kann sein eigenes Sein im Gehirn, das emotionale Gebiet in uns, kann man viel besser kontrollieren. Dann ist die Frage: Wo gehst du damit? Was wolltest du? Ich habe gesehen mit Leuten, die allerhand Krankheiten hatten, da bin ich ja unter einem 76-jährigen Mann, der in Rekordzeit in Badehose den Kilimanjaro mit mir bestiegen ist. Wahnsinn, ja. Ich sage, das ist die Wille. Wenn die Retentionszeiten hinuntergehen, frage dich nicht. Das ist okay, weil da liegt die Importanz nicht. Was wolltest du wirklich? Weil die Techniken funktionieren, die machen deine Tiefe von deiner Physiologie in Verbindung rein und gut mit dem Gehirn. Was wolltest du? Es ist eine sehr tricky question. Ich weiß, wie das fühlt, wenn man tiefe Retentionen hat. Das hat zu tun mit unserer Kompetitionspsyche. Ich weiß, dass auch wenn die Retentionszeiten hinuntergehen, weiß ich, dass die Atmungsübungen richtig funktionieren. Also damit zum Beispiel in einem Untersuchen in der Universität mit einer Injektion mit einer Bakterie
Denn Leute, die aktiv die Atmungsübungen so wie gelernt durch die Methode, wenn die die anwenden, dann sind die alle fähig, das Immunsystem in die Tiefe zu erreichen und effektiv den Bakterien innerhalb 15 Minuten hinunter zu bringen, in Aktion. Ja, das ist Wahnsinn. Das hast du ja auch gezeigt in deiner Weiß-Doku. Ja, nicht nur ich habe es gezeigt an eine ganze Gruppe. 100% Effektivität. Also, die Atemübungen funktionieren immer. Wirklich. Aber auf einen sicheren Moment braucht man der Wille. Und das ist eigentlich, was den Körper auch fragt. Aber Wim, für die Leute, die jetzt das noch nicht ausprobiert haben und das ausprobieren wollen, kannst du ganz kurz noch erklären, was Retention eigentlich bedeutet, was du darunter verstehst? Ja, Retention ist, wenn wir tief hineinatmen und dann gehen lassen, tief hineinatmen, lass gehen, tief hinein, also mit Kraft hinein, dann gehen lassen, keine Kraft hinaus, hinein, alles mit Kraft und dann 30, 40 Mal, dann wird ein Sauerstoff im Körper in der Tiefe angelegt und dann ist da mehr Sauerstoff und weniger, dann ist weniger CO2, also Carbon Dioxide, CO2. Genau, Kohlenstoffdioxid. Ja, Kohlenstoffdioxid. Die wird weniger und die Sauerstoff, die geht im lymphatisches System in die Tiefe hinein. Mhm. Und dann hat man zwei Dinge. Man ist weg, um nach 30, 40 tiefe Atemhalungen, wie ich gezeigt habe, tief rein, ist man fähig, um erste Runde, eine Minute 30, vielleicht zwei Minuten, oder Luft in die Lunge, ohne zu forcieren, zu können sein. Also, den letzten Atmen geht völlig hinein, lass gehen und stopp. Und da kann man sehen, dass ohne zu forcieren, man viel länger ohne zu atmen, eine Minute, eineinhalb Minute oder zwei Minuten, das ist Runde 1. Und weil es jedes Mal tiefer geht, jedes Mal wird das die Tissue, das Gewebe, wird lockerer und damit mehr Sauerstoff drin kommt und alkalischer wird, wird den Atmungsreflex wird lange ausbleiben. Also Runde Nummer 2, man macht dasselbe. Und man wird empfinden, dass man lange ohne zu atmen aushalten kann. Mhm. Und was passiert nun? Also, man macht 200, 300, 400. Wow, ja, du kannst so tief gehen, wie du willst. Da ist die Wille wieder. Mhm. Jeder kann das machen. Auch wenn die Retentionszeit hinuntergeht, also kann man immer die Tiefe aufsuchen und effektiv bewusst hineingehen und den Chemie verändern. Jeder kann es. Hab ich so viel Mal gesehen, es ist da. Also, aber für die Person, der das für den ersten Mal übt oder tut, ist es so, wie ich gezeigt habe, 30, 40 tiefer hineingehen lassen und der letzte Atmung, tief hinein, lass gehen, stopp. Nachdem man ausgeatmet hat, stopp. Nicht ganz gehen lassen. Und stopp. Da ist noch ein klein bisschen Sauerstoff im in die Lunge. Und dann, man macht 3, 4 Runden
Und dann, ja, das genau, die Veränderungen sind sehr tief und sehr eindruckweckend. Ich habe ja jetzt von deiner Tochter Laura erfahren, dass du kommst ja bald nach München. Also wenn jemand dich live sehen will, du bist ja bald in München. Ja, München. Schön, das wird schön sein. Also komm, weil es ist nicht für dich nur, sage ich für den Person, der mich ankommt auf diesen Moment. Und, hallo. Kraft ist unser, Liebe ist unser, offen sein, ein gutes Gefühl, viel Energie. Das ist nicht nur für dich, aber für jede, die du kennst. Das ist die Liebe. Und die Wissenschaft ist hinter das hier. Und wenn du noch einiges zweifelst über alles oder nicht die richtige Klarheit darüber hast, komm bitte. Weil die Workshop oder die Events, die Festivität oder wie es auch heißt, es ist richtig alles wert. Weil wir Gesundheit kann man nicht kaufen. Ja. Es ist da. Ich kann nur bezeugen für alle Zuhörer, es ist von Glück, gutes Gefühl, viel Energie, Kraft. Wir können es ändern und du wirst es fühlen. Also es ist fantastisch und ich werde auch da sein in München. Ich werde das heißt, alle, die kommen wollen, ich kann es nur empfehlen. Es ist eine fantastische Erfahrung. Es ist wirklich ganz, ganz toll. Jetzt, Wim, wenn jetzt auch jemand sagt, okay, ich will jetzt mal auf deine Webseite schauen, kannst du noch mal kurz deine Webseite wiederholen, wo man mehr herausfinden kann und den Kurs mitmachen kann, die Atemübung? Das ist die, mein Name ist Wim, nicht Wim Tölke, aber Wim Hof. Wim Hof, ein F, wie Hof in Deutschland, in Stadt. Das ist mein Hintername, mein Familienname. Also Wim, nicht Tölke, aber Hof. Dann Methode ohne E, .com. Ganz einfach. Also wieder. Hofmethod.com. Und wenn wir in Deutschland sind auch für 80 Millionen Leute. Wenn wir müssen das auch auf Deutsch machen. Also da ist auch ein Buch auf Deutsch. Du, es sind noch mehr. Es sind ja die Österreicher und die Schweizer. Das sind 100 Millionen deutschsprachige Leute. Aha, Da müssen wir noch viel weiter alles entwickeln und alles übersetzen auf Deutsch, weil ich bin inspiriert worden in der Vergangenheit durch Pfarrer Kneipp. Nun wollte ich, dass ihr inspiriert werdet durch der Wim Hof, verrückte Holländer, aber der das Leben liebt. Ja, das. Und wir machen das. Das wollte ich noch mit dir teilen auch, Wim, weil ich fand das sehr, sehr schön. Die Josefine hat mir noch eine Nachricht geschrieben vor dem Interview und meinte, dem Wim geht es nicht um Biohacking oder um Optimierung. Dem geht es wirklich um Connection und um Changing the World. Ja. Und das fand ich, da hat mir Gänsehaut gegeben, weil das spürt man bei dir richtig. Das ist deine Mission. So ist es. Die Sache ist, dass jede Mutter sollte ihr Kind garantieren können, um gesund, glücklich und kräftig zu sein. Jeder. Und damit werden die Kernwerte vom Leben wieder zurückgebracht, wo wir es nötig haben, in die Familie. Und dann ist die Kompensationskräfte, die sind nicht so stark mehr. Noch ein Auto, noch ein Haus, noch mehr Kraft, noch mehr Power und so weiter, ist dann alles nicht nötig, weil die Kernwerte, wenn du dich gut fühlst, brauchst du keine Kompensation. Also wir müssen durch die Wissenschaft lassen sehen, ohne Spekulation, dass die Kernwerte wieder zurückkommen, wo die zu Hause hören. Und das ist mit jeder Mutter für jedes Kind.
Wunderschön gesagt, Wim. Ich denke, das war ein fantastischer auch Abschluss der Episode. Jetzt möchte ich dir nochmal die Möglichkeit geben, vielleicht ein paar letzte Worte an alle Zuhörer und alle, die zuschauen, zu geben. Und dann hoffe ich, dass wir so viel wie möglich sehen bei deinen nächsten Workshops. Ja, ich bin einer, aber zusammen sind wir stärker. Wenn ihr mir helfen könnt in meiner Mission, das ist die Glück, Gesundheit und Kraft wieder zurückzubringen, damit dem Glauben, dann arbeiten wir zusammen. Bitte. Wim, ich danke dir für dieses tolle Interview und für die Inspiration, die du täglich Millionen von Menschen gibst. Du gibst wahnsinnig viel von dir, das spürt man sehr, und ich glaube, dafür einfach ein riesiges Dankeschön. Und Max, deine Arbeit ist sehr respektvoll, und ich arbeite in Zukunft noch mit sehr gerne und mache noch viel mehr. Auf jeden Fall. Wir haben ja mit der Josefine auch einen guten Vermittlungspunkt, und die ist ja auch ganz begeistert von deiner ganzen Familie. Ich werde sie jetzt auch mal gleich anschreiben und ein Bild schicken. Und ich sagte, ich gehe heute auch noch Eisbaden. Ich schicke dir nachher noch ein Bild davon. Haha, gut. Okay, Max. Ciao. Ciao, Wim. Hey.